dann fangen wir pünktlich an. Guten Morgen. So, die Klasse. Zuallererst einmal, also heute geht es um Aufnehmen, Mischen, Mastern und das Ganze auch mit freier Software. Damit ihr kurz wisst, wer da jetzt steht, warum ich behaupte, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich mit Tontechnik schon seit Jahren beschäftigt und circa seit ich 16 bin in unterschiedlichen Bereichen. Da steht eben Live, Studio und Guerilla, wie ich es nenne. Das ist, man kommt irgendwo hin, ist für die Live-Tontechnik zuständig, hat das Equipment, das man einfach vor Ort hat. Das ist in jeder Location unterschiedlich. Und wenn man viel damit zu tun hat, muss man dann einfach irgendwann im Laufe der Zeit herausfinden, was mache ich wie und nicht, oh, ich kann damit arbeiten, weil ich muss genau das Mikro haben mit dem. Man muss dann einfach ein bisschen Flexibilität an den Tag legen. Das ist quasi, was ich Guerilla-Tontechnik nenne. Das ist so ein bisschen Mischpult-Hacking. Und ich habe 6 Jahre lang in einem Tonstudio gearbeitet. Das war so ein kleines, hauptsächlich Sprecherstudio. Aber das heißt, ich habe mir das nicht alles aus den Fingern gezogen, über was ich heute hier reden werde. Und mit Linux-Systemen habe ich auch schon länger zu tun. Dadurch, dass ich Informatik studiert habe, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass man es im Audiobereich anders machen könnte. Und ich versuche seit ein paar Jahren herauszufinden, was geht mit freier Software im Medienbereich. Kurz, was wird uns heute hier erwarten? Es ist eine Mischung. Es ist jetzt kein, also wichtig sind die Gründe, warum will man überhaupt freie Software einsetzen, um Sachen aufzunehmen, zu mischen. Und warum, es gibt doch eh diese tolle, die tollen Programme, die man eh so nett aus dem Netz kriegt und so weiter. Und ich will dann auch erklären, wo der Unterschied ist zwischen freier Software und Gratis-Software und proprietärer Software. Und auch ein bisschen den Ruf beleuchten, den dieses Open-Source-Zeugs im Medienbereich genießt. Der ist leider noch nicht so grandios, wie er sein könnte. Und eben zeigen, welche Programme, welche Plugins, womit kann man was ungefähr machen. Ich kann leider nicht so sehr ins genaue Detail gehen im Sinne von Gesundheit, dass man sagt, ah, da legst du dann da die Spuren an und da klickst dieses und jenes rum, das würde einfach den Rahmen komplett sprengen. Also es wird ein Überblick, damit man dann weiß, damit ihr auch die Möglichkeit habt, wenn man sich näher damit beschäftigen will, dann zu sagen, ah, damit weiß ich, geht's, und dann kann man schon in die richtige Richtung schauen. Und auch weiß warum. Und eben, wo es möglich ist, dass ich auch Praxiserfahrung mit reinbringe. Wie gesagt, es ist kein Arduino Jam and Jack, falls jemand in diese Begriffe schon was sagen, Tutorial. Wenn nicht, sie werden dann nachher noch genauer erklärt. Aber eben, es ist kein Step-by-Step-How-To und es ist kein Tontechnik 101, wo ich sage, so und so viel dB, Rauschabstand ist folgendes, bla, dieses Mikro. Das nicht. Als erstes, das Warum. Im Endeffekt geht es darum, man will irgendwas machen, man hat das Bedürfnis, ey, ich will jetzt was aufnehmen, wenn wir jetzt im Audiobereich sind. Und jetzt würde man gerne Programme dafür verwenden. Wir können heutzutage schon so viel digital machen, wofür man früher einfach analoges Equipment braucht hat. Das geht jetzt alles mehr oder weniger fast out of the box. Also was für Ansprüche habe ich an diese Software? Die Basisansprüche, wirklich das Trivialste, was ganz klar ist, was jeder an Ansprüche hat. Stabil und schnell muss sein. Ich brauche es natürlich professionell und das muss qualitativ hochwertig sein. Das sind immer so die Basisansprüche, wenn ich anfange überhaupt zu entscheiden, welche Software. Und in den meisten Fällen haben die Leute dann natürlich auch noch die ganz normalen, ganz natürlichen Bedingungen, die sie an Software stellen. Es soll prinzipiell überhaupt und außerdem und cool und elitär und bequem und einfach und es muss großartig sein, es muss mich glücklich machen, am besten noch mein Frühstück und mein Bett. Und das heißt eigentlich, ich will alles. Und also am besten noch jetzt, weil wenn man sich anschaut, ich rede halt ziemlich oft mit Leuten so, hey, und womit arbeitest du? Und die sagen, ja, ich verwende das Programm, das ist einfach so cool, das verwenden alle, weißt du, ja. Da braucht man auch nicht diskutieren. Und alles, was das Programm nicht kann, nachdem es ja das Beste ist, was derzeit überhaupt weltweit alle verwenden, ist es eh. Großartig, intuitiv, sexy, bequem, macht glücklich und überhaupt. Und wenn da irgendwas nicht geht, ist es auch nicht so tragisch. Aber prinzipiell will man alles so lernen wie möglich, das auch noch jetzt sofort und nebenbei auch noch in den meisten Fällen gratis. Was in der Praxis heißt, musst du das lassen, ob das nicht verkauft. Sicher nicht. Das ist im Medienbereich generell üblich. Natürlich
So lernt man es nämlich auch. Worum es heute geht, und das ist auch ein Grund, warum ich mir gerne auch Zeit nehme, zu erklären, das Warum, bevor man in die Technik-Ecke kommt, ist, es geht bei freier Software, deswegen sage ich freie Software, nicht Open Source, um gewisse Freiheiten, die der User und die Userin von der Software zur Verfügung gestellt bekommt. Und es geht nicht unbedingt darum, dass es gratis ist. Weil im Softwarebereich ist so, dass es schon relativ groß ist, dass man sich denkt, naja, passt, wenn ich das Programm eh irgendwo runterladen kann, dann ist es eh zugänglich, dann passt eh alles. Es ist das, was alle im Studio verwenden, wo ist es mein Problem? Aber die Freiheit im Softwarebereich ist ein Feature. Das ist nicht so ein nettes Goodie, das, naja, sondern es ist ein Feature, das Dinge ermöglicht. Oder wenn es nicht da ist, Dinge verhindert. Wie schaut das aus? Der Status quo im Audiobereich ist derzeit, dass davon ausgegangen wird, egal in welches Studio man kommt, egal mit wem man redet, wenn es professionell wird und ordentlich, ist natürlich proprietäre Software das Ding, mit dem gearbeitet wird. Ups, mein Wecker. Moment. Ich habe euch jetzt einen Vortrag. Den habe ich nicht vergessen. Also, der aktuelle Status quo im Audiobereich ist, es ist proprietäre Software. Das heißt, es ist mit unpackbar hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die Programme, die in den ganzen Ausbildungsstätten gelehrt werden, also auf der Musikuni, auf der SAE, sonstiges, sind geschlossene Programme. Und im Unterschied zu freier Software definiert sich über vier Freiheiten. Use, Study, Share und Improve. Wer von euch daherin weiß, wo der Unterschied ist zwischen freier Software und Freeware? Oder weiß prinzipiell, was freie Software ist? Nicht so viele. Okay, also freie Software, meist unter dem Begriff Open Source bekannt, wird definiert über, gibt es unterschiedliche Lizenzen und da sind drin vier Freiheiten. Ich darf es verwenden für den Zweck, den ich will, ich darf es verstehen, ich darf share, ich darf meine Version mit anderen Teilen verwenden, darf sie weitergeben und improve. Ich darf Änderungen vornehmen und darf diese Änderungen dann ebenfalls wieder mit anderen austauschen. Über diese vier Freiheiten ist also ermöglicht und gewährleistet, dass die Software mich nicht einsperren kann und ich bin nicht festgenagelt drauf, dass irgendwer mir vorschreibt, was ich tun darf und was nicht. Wenn wir uns jetzt das mit proprietärer Software anschauen, also dem Alltag im Studio-Business, ist Use, ja, klar. Also wenn ich Software kaufen darf, aber nicht verwenden, dann frage ich mich irgendwann, was mache ich da eigentlich? Study, da wird es schon düster. Also auch, wenn man Tontechnik eben lernt, und ein Freund von mir, mein ehemaliger Mitbewohner, der hat eben auf der Musikuni studiert, Tonmeister, und da ist es so, dass natürlich darfst du in die Programme nicht reinschauen. Wo kämen wir da hin? Das heißt, Tontechniker, Sitz, Platz, verwenden. Also Use und aus. Das vierte ist Share, und wie wir alle wissen, das hat man vorhin zu kennen. Also da sind wir dann wieder bei den netten Kopien. Und Improve ist natürlich, naja, das steht jetzt unmöglich. Aber das heißt, wer darf es denn verändern, wer darf es denn verbessern? Wenn ich einen Fehler bei der Software erkenne, dann kann ich hoffen, bitte, bitte Ableton, bitte Pro Tools, bitte Steinberg, macht es in der nächsten Version. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, dann bringt mir das Christkind das Feature, das ich gerade gehabt hätte. Aber wenn es für den Hersteller nicht relevant ist oder sich markttechnisch nicht übertürt, dann halt nicht. Ich kann auch nichts dagegen machen. Nicht einmal, wenn ich einen Programmiererfreund habe oder es selber könnte. Das ist jetzt nicht gerade so, was ich unter künstlerischer Freiheit verstehe. Also die offensichtlichen Vorteile von freier Software sind, ich habe keine künstlichen Einschränkungen. Man hat immer Einschränkungen. Sobald ich irgendwas verwende, irgendwas geht immer nicht. Es gibt die eierlegende Wollmilchsau. Leider oder Gott sei Dank nicht. Aber es geht darum, sie sind nicht künstlich. Wenn was nicht geht, kann man es ändern. Oder wenn Fragen, ob es ändern kann. Ich habe keine künstlichen Schwachstellen. Das ist total wichtig, vor allem wenn man mit Live-Technik zu tun hat. Wenn ich auf der Bühne stehe und auf einmal fällt mein CD-Laufwerk aus oder mein Dongle und ich kann deswegen den Gig nicht spielen, weil der Kopierschutz sagt, na, du darfst nicht, dann wäre ich garantiert. Weil ich habe genug andere Dinge, mit denen ich mir live, wo ich mir live drüber Sorgen machen muss, wie ich damit umgehe im Problemfall. Deswegen habe ich immer einen Lötkolben einstecken, Reservestecker, Reserveseiten für die Gitarren und so weiter. Aber jetzt extra immer für alles Reservedinge mitnehmen, bis hin zu Reserve-Notebook, Reserve-Dongle, Reserve. Also keine künstlichen Schwachstellen. Also diese Single Points of Failure fallen ebenfalls weg. Wenn was nicht geht, gibt es einen Grund. Know-how und Tools kann man auf einmal mit anderen austauschen, und zwar bedingungslos, ohne
ohne eben mal zu einer Zwangskundschaft beglückt zu werden oder sie zu verursachen. Wenn man sich mit Dingen beschäftigt, redet man mit Leuten, sagt, hey, wie machst du das? Oder sagt, hey, wie machst du das? Und man kann dann sagen, ah, ich verwende das Tool oder ich habe das und das. Und es ist sehr, sehr praktisch und halt auch super für die Community, um zu lernen und damit zu arbeiten, dass man das auf einmal legal miteinander austauschen darf. Ein Punkt ist Sustainability. Ich habe in einem Anführungszeichen, ich habe versucht, ihn zu übersetzen, aber da steckt einfach so viel drin. Und Nachhaltigkeit ist so ein schweres Wort und das ist so öko. Ja, das ist nachhaltige Software. Da denkt man so, ja natürlich, ja, kann man sich die Lisa rennen. Und man fragt sich, was hat das mit Software zu tun? Aber da geht es darum, dass ich lerne ja irgendwas. Ich setze mich hin und verbringe Stunden damit, mein Programm kennenzulernen, weiß, wie die Mikrofonie funktioniert. Das heißt, ich butter da ja auch Wissen rein. Und gerade wenn ich Musik mache, das ist jetzt die Aufnahmeseite, aber da habe ich auch mein Equipment. Und wenn ich mein Equipment erhalten kann und weiß, mein Studio-Equipment in dem Setup habe ich jetzt seit x Jahren so, ich will es nicht ändern, dann kann ich das mit freier Software auch machen. Ich habe letztens den Fall gehabt, dass ein Kollege von mir in der Arbeit gemeint hat, sein Studio-Rechner, die Hardware verabschiedet sich, er kriegt für die neue Hardware natürlich keine Treiber mehr für Windows XP, das heißt, er muss alles upgraden, das heißt, er kann die Versionen, die er seit Jahren in seinem Studio verwendet hat, nicht weiterverwenden, er hat auch keine Parallelschnittstelle mehr, das heißt, den Dongle kann er auch nicht weiterverwenden und. Und dadurch, dass ihm jetzt sein Mainboard anfängt, Probleme zu machen, muss er seinen kompletten Kern seines Studios upgraden, und zwar alles. Das meine ich mit Sustainability. Ich kann mein Equipment halten nach meinen Bedingungen und nicht nach Vorgaben von irgendwo außen, die sich in der Praxis ziemlich wenig um meinen konkreten Studiofall scheren. Vor allem nicht, wenn ich eine kleine Band bin. Da sind wir auch schon bei der herstellerneutralen Interoperabilität, dass je nachdem, welches Programm du verwendest, und zwar nicht nur zum Mischen, sondern auch die einzelnen Plugins und die VST-Instrumente, jeder Hersteller hat gern seine eigenen Protokolle, seine eigenen Files und ist auch nicht so wirklich daran interessiert, dass das mehr interoperabel mit anderen Herstellern ist, als unbedingt notwendig. Da könnte ich noch Geschichten überzählen über Steuerprotokolle von Musik, anfangen von MIDI, was noch gut ist, und die anderen, ja, wie gesagt, so viel in dem kurzen Thema drin. Also Beispiele, wenn man jetzt freie Software verwendet, man kann auf einmal sein Studio-Setup legal an unterschiedlichen Orten einsetzen. Wir haben den Fall gehabt, ich habe angefangen mit einer Albumproduktion, habe dann einen Unfall gehabt, bin im Krankenhaus gelegen, unser Bassist wollte weitermachen, hat sich aber mit dem Programm nicht gut auskannt oder noch nicht angeschaut. Ich habe ihm dann einfach gesagt, das, und er hat daheim auf seinem Linux-Rechner mit innerhalb von kürzester Zeit, das ist auch der nächste Punkt, quasi Upget, Install, so eine Liste, drückst Enter, gehst auf ein Café, kommst zurück und da ist mal grob die ganze Software inklusive Plugins drauf, die brauchst du, um den Mix 1 zu 1 übernehmen zu können. Das ist echt urpraktisch. Sicher kann ich jetzt meinen Sequoia oder Pro Tools oder was auch immer auf mehreren Rechnern installieren. Je nachdem, welche Plugins ich verwende, brauche ich manchmal Dongles, manchmal nicht, manchmal habe ich es gecrackt. Aber davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass das hier legal ist und dass ich keine künstlichen technischen Hürden oder legal fragwürdigen Situationen produziere. Wieder, ich kann mich mit anderen Musikern und Tontechnikern auf einmal austauschen und kann ihnen sagen, ah ja, übrigens, das, wovon wir hier reden, das Werkzeug, das du dafür brauchst, ist jedem zugänglich. Und wenn es dir taugt, dann kannst du es deinem Buben beibringen und du musst nicht sagen, da ist die CD, was er gesagt kann. Ja? Eine super Sache ist Live-Distros. Das habe ich zum Beispiel verwendet, nicht nur zum Aufnehmen, sondern Live-Musik machen. Ich habe dann mein Setup einfach in eine Live-Distro gegossen, habe mir die online gestellt. Dadurch haben wir Live-Gigs irgendwo spielen können auswärts, ohne dass ich Panik haben muss, was passiert, wenn mein Notebook eingeht. Ich habe quasi auf meinem USB-Stick die Live-Distro und wenn ich gekidnappt werde und irgendwo in der Früh in Schweden aufwache, neben der Bühne und keine Ahnung habe, was passiert ist, sage ich zu irgendwem, gib mir ein Notebook mit Internetzugang, lade dann meine Live-Distro runter und boot mein Stage-Setup. Und das ist, lasst einen ziemlich ruhig schlafen, wenn man mit Live-Setups zu tun hat. Das sind nur so ein paar Beispiele, was mit freier Software geht, was mit proprietärer Software im Audiobereich gar nicht so leicht ist. Bis hin zu nochmal gar nicht möglich. Interoperabilität und Sustainability interessiert einen ein bisschen wenig, wenn man jetzt gerade an einer Produktion arbeitet. Es ist so, passt eh alles, funktioniert eh alles. Eh klar, sonst könnte man keine Produktion machen.
Was aber relativ witzig ist, dass jetzt die Leute im Audiobereich, im Videobereich fangen sie gerade erst damit an, dass draufkommen, dass es ein bisschen schwierig wird, dass sie Produktionen aufmachen wollen, die schon ein bisschen länger her sind. Zum Beispiel 1-2 Jahre. Also wir reden da von unvorstellbaren Zeiträumen, die halt so sind, wie wenn man jetzt Pyramiden ausgrabt. Natürlich wird es schwierig, diese komplizierten Dinge zu dechiffrieren. Und im digitalen Bereich ist es halt bei geschlossenen Protokollen und Programmen ein bisschen kürzer. Also, ich habe schon einen Master verloren, weil ich habe es mit Nero das Image brannt und Nero 6 konnte das Image von Nero 5 nicht mehr laden. Und in der Zukunft, wo ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, ist ziemlich sicher alles Mögliche anders. Welche Prozessarchitektur, welches Betriebssystem, welche Version von meinem Programm, also gar nicht das gleiche Betriebssystem und das gleiche Programm verwenden. Ich glaube, die meisten von euch da herinnen werden schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass sogar wenn man das gleiche Betriebssystem beibehält und das gleiche Programm in unterschiedlichen Versionen, dass nicht einmal dann Sachen nahtlos funktionieren aus der Vergangenheit. Und das heißt, man verliert seine Mixes. Das ist mit freier Software. Ne. Niemand schreibt mir vor, was geht und was nicht geht. Das heißt, sogar wenn ich es nicht ändern kann und das nicht kompatibel ist, kann ich im allerschlimmsten Fall sagen, das ist das Format, da ist der Code, macht, dass es funktioniert. Es ist machbar. Ich sage, dass es auf und null ist, aber im Unterschied zu geschlossenen Sachen ist es machbar. So, Mythbusters Time. Vorurteile, was freie Software im Audiobereich angeht. Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas hier auch schon mal gehabt über Free Software Artists, hier wie Dragons, weil unkartografiertes Land und vor Dingen, von denen man wenig weiß, da hat man prinzipiell mal Angst. Ist auch gut so. Was aber, wie ich im Studio gearbeitet habe, mit Tontechnikern und Leuten aus den Medien drauf zu tun, ist so, naja, ist ja das Open Source Text, das ist ja voll unprofessionell, das ist ja alles gratis. Und die Features hat es auch nicht und das ist total schwierig und das ist nur für diese Computerfreaks. Und überhaupt, das kann nicht gut sein, weil das kann nicht gut sein. Okay, also es kann nicht gut sein. Okay, das ist jetzt blöd. Die schauen jetzt alle gleich aus, aber nur für euch. Die schauen nämlich sehr unterschiedlich aus. Das ist ein Frequency Sweep von 0 bis 48 kHz, mit 96 kHz aufgenommen und resampled auf CD-Auflösung, also 44,1 kHz. Und dabei kommt es zu Interpolationsartefakten. Wem war das jetzt zu bla bla, schweres Wort bla bla, oder ist das noch irgendwie nachvollziehbar? Wenn man halt eine schräge Sample-Raten-Konvertierung macht, mit der man das abtastet, ein analoges Signal oder ein digitales umrechnet, dann kommt es zu Interpolationssachen. Da sieht man noch ein bisschen, da gibt es auf einmal Anteile im Frequenzspektrum, die vorher nicht drin waren. Da sieht man auch, dass der da so zurückbaust. Und bei den oberen dreien ist generell der ganze Hintergrund eigentlich in einem wunderschönen blauen Netzmuster hinterlegt. Das zeigt, dass die Algorithmen von unterschiedlichen Programmen, das sind 6 unterschiedliche Programme, von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlichen Tools, die alle das gleiche, die gleiche Aufgabe bekommen haben, und zwar einen ganz normalen Schritt, der beim End-Exportieren für einen CD-Master notwendig ist. Ich rechne meine hochauflösenden Studioauflösungen runter auf CD-Sample-Rate und dabei passiert das. Ich will, dass es so ausschaut. Das ist im Original am Bildschirm wirklich schwarz und nur mein Frequency Sweep. Das auch. Das so gut wie, da ist da noch ganz leicht blau im Hintergrund. Aber was ich raus wollte ist, das ist Apple Logic, das ist Ableton Live, das ist Steinberg Cubase, das sind quasi so, ey, das sind die Profi-Programme, mit denen man arbeitet. Man könnte jetzt da noch wirklich viel, viel teurere Sachen von Pyramix Soundstations und Harris und das Gott was auf der Seite. Na, das ist Sample Rate Conversion Infinite Wave California. Ich stelle die Folien dann eh online, da sind auch die ganzen Links drin. Was ich damit zeigen wollte ist, hier haben wir Audacity. Wer von euch kennt Audacity? Das ist zum Beispiel freie Software, die ist fast so gut wie Apple Final Cut. Und was im Test eigentlich eines der besten ist, ist SOX. Und das ist ebenfalls freie Software. Es hat einfach einen der gleichsten Sample Rate Konvertierungsalgorithmen drin, die derzeit da sind. Das ist für diese Mathematiker-Nerds irgendwie coden können. Also, das mit der Qualität sollte man sich vielleicht noch mal überlegen, ob das wirklich so ist, ob man es einfach nur glaubt, weil es keiner überprüft hat. Also, ein Problem mit freier Software ist, die Qualität nicht unbedingt, hat ja nichts mit der Lizenz zu tun.
Was ist aber, wenn mein Feature fehlt? Wenn man sich anschaut, was Leute täglich, also ich arbeite doch als Admin. Oh, danke. Nein, nur weiter. Und es ist so, dass keine Software ist perfekt. Es gibt immer irgendwo was, was nicht geht. Und sogar wenn du die, wie war es letztens bei Raspberry Pi, wer von euch kennt Raspberry Pi, das kleine sexy Kastel? Genau. Da war es so, dass, hey, warum hat der 1 Gigabit on board und dieses und jenes? Und eine von der Raspberry Pi Developer-Ecke hat geschrieben, sogar wenn wir es mit vergolden hätten und ein Regenbogen, der dann auch noch Rubine kackt, machen hätten, würden die Leute immer noch was finden, was ihnen nicht passt. Was ich raus will, ist, es gibt immer irgendwo Features, die nicht da sind. Bei freier Software ist es so, dass oft so ist, das geht nicht, ist nicht genau das, wo ich es erwarte. Man kann aber mal nachschauen, vielleicht gibt es eh, aber es geht, man braucht halt mehr als einen Klick. Und wenn es es wirklich nicht gibt, hat man eben die Möglichkeit, so, was nicht passt, wird passend gemacht. Man kann es entweder selber coden, ich kann es auch coden, aber ich habe auch die Zeit nicht. Aber ich zahle zum Beispiel für viele von den Programmen, die ich im Audiobereich verwende, die habe ich abonniert mit einer Handvoll Euro pro Monat. Und dadurch haben die Developer, man kann es auf der Audio-Seite schön anschauen, das ist dann auch Motivation für die Entwickler, dass sie sagen, okay, ich kann dann, also, wenn man da Kohle reinbuttert, ist es langfristig gesehen wahrscheinlich sogar billiger, als wenn man sich jetzt die proprietären Sachen immer und immer wieder und immer wieder zulegen muss. Und davon profitieren dann alle automatisch. Und ein wichtiger Punkt ist, wenn man die Nachfrage erhöht, wird es auch interessanter, es anzubieten. Wenn ich als Entwickler dastehe und sage, ja, es will eh keine Sau, die freie Software-Variante zum Abmischen haben, ja, dann programmiere ich es auch nicht. Also, diese Feature-Sache, wenn man die mal umdreht und sich das anschaut, was ich vorher als Beispiel gebracht habe, was mit freier Software geht, was mit proprietärer Software nicht so einfach ist, ist, bei proprietärer Software fehlt nämlich ein wichtiges Feature, und das ist das Feature Freiheit. Dass ich eben diese Use, Study, Share und Prove Freiheiten habe, die mir ermöglichen, dass ich mit dem Programm umgehe, wie es für mich passt, nicht wie es jemand für mich bestimmt. Und wie man zuerst noch, wie ich das zeigt mit den Kurven, ihr müsst mir das einfach glauben, weil ihr könnt es euch online auch anschauen, dass die wahrgenommene Qualität hängt voll davon ab, wie die Leute zu einem Programm stehen. Wir haben in der Arbeit Video-Analog-Digital-Konverter überprüft. Der teuerste war, glaube ich, 12.500 von Snell & Wilcox. Wirklich Studio-Grade Broadcasting Equipment. Und ich habe interessante Dinge in der Firmware über Reverse Engineering und Blackbox Testing gefunden. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, diese Hardware in Frage zu stellen. Und wenn man jetzt diese freie Software verwendet oder generell Tools, die weniger bekannt sind, ist so, wenn damit irgendwas nicht geht, alle anderen verwenden das. Und deswegen erkläre ich auch dieses Warum. Weil die Wahrnehmung, wie man auf was zugeht und warum man was verwendet, macht einen Unterschied, inwiefern es mich dann stört, dass ich sage, aber der Knopf ist nicht grün, ich wollte den grün, der ist immer grün. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so wichtig. Und Freiheit ist ein sehr wichtiges Feature. Proprietärer Software fehlt dieses Feature. Und deswegen habe ich mir jetzt diese Zeit genommen, um hier auch die Werbetrommel zu rühren und auch das Bewusstsein zu schaffen, dass diese, wenn man sich immer an den Features aufhängt, wie zum Beispiel OpenOffice hat den PDF-Export-Button, und deswegen ist es so laut, sobald ein anderes Programm den PDF-Export-Button hätte, würden die Leute dann das Programm verwenden. Wenn man nur nach Features geht, ist es ja wurscht. Hier geht es aber um die Freiheit, Dinge tun zu dürfen und zu können. Also nicht um Preis und nicht um Features. Endlich! System Setup. Also, ich entschuldige mich dafür, dass das alles so komprimiert ist, aber wir müssen da ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit umdrehen. Betriebssystem. Linux-Wochen, ich habe mir gedacht, ihr werdet nicht überrascht sein, wenn da jetzt nur Linux-Distros vorkommen. Ich habe mal eingegrenzt auf nur zwei, man kann natürlich auch andere verwenden. Das sind die beiden, mit denen ich bis jetzt einmal gearbeitet habe, erfahrungsgemäß. Ubuntu ist ein bisschen leichter für Leute, die jetzt weniger von der Tech-Seite kommen. Und ich persönlich bevorzuge Debian, weil ich dadurch eine stabilere Systembasis habe und dann einfach über die Backports mir die Sachen reinziehen kann, die ich jetzt gerade wirklich auf
aktuelleren Stand brauche. Aber ich brauche nicht irgendwelche Systemsachen unbedingt anheben, nur damit ich jetzt den aktuellen Firewire-Stack für meine SAL-Karte reinkriege. Also das mal grob so zum Betriebssystem. SAL-Karte. Ganz wichtig, tricky. Ich nehme an, wenn ihr hier schon seid, habt ihr wahrscheinlich auch schon mit Linux-Systemen zu tun gehabt, ein oder das andere Mal. Wer von euch kennt den lustigen Spaß mit Hardware und Treibern? Manche brauchen gar nicht mehr aufzeigen, die grinsen nur. Genau, das spielt es natürlich mit SoundCard auch. Also, Stereo oder Multichannel. Wenn ich jetzt einfach nur ab und zu was aufnehmen und mischen will, reicht meistens Stereo. Zum Beispiel der Mitschnitt hier, ein Mikro, nur Mono, reicht die Stereo-Soundkarte. Wenn man aber zum Beispiel Live-Sets aufnehmen will oder gerade, wir haben das mit der Band, also so, dass wir im Proberaum haben, wir 8-Spur-Soundkarte, ist so, dass die Stereo-Soundkarten sind im Konsumerbereich verbreiteter. Dadurch kriegt man schneller, leichter welche, wo der Treiber passt, weil die sind einfach besser kartografiert, größere Userbase. Mehrspur-Soundkarten zum Aufnehmen, kleinere Userbase, schlechter kartografiert. Dann muss man noch entscheiden, intern oder extern, wenn man einen Standrechner hat. Bei Notebooks wird das mit intern sich wahrscheinlich relativ lösen, weil Finger weg von Onboard-Soundkarten. Da, das ist der wichtig aufpassen Zeigefinger, wichtig Onboard-Soundkarten. Wer wissen will, wie laut Onboard-Soundkarten sind, setzt sich Kopfhörer auf, steckt seinen PC an den Mischpult an, dreht den Vorverstärker hoch, bis es Rauschen hört und hofft, dass dann kein Systemsound kommt, sonst haut sich die Ohren raus. Und dann bewegt das Fenster oder minimiert und maximiert es und hört euch an, was ihr dann hört. Ihr hört nämlich die Grafikkarte. In den meisten Fällen. Das ist immer noch so. Auf meinem Stage Notebook war es echt so süd. Und das hat man beim Soundcheck auch gehört. Deswegen habe ich live die GUI nicht verwendet. Es empfiehlt sich also beim Notebook externe Soundkarte und wenn man Standrechner hat, kann man es sich aussuchen. Vor dem Kauf, deswegen da, geschrieben, wichtig, wichtig, vorher, weil sonst ist es total zart nachher. Schauen, ja, die Soundkarte hätte ich gern. Geht die, gibt's die, wie schaut es mit Treibern aus, was davon geht. Und Lion wäre natürlich auch, wenn man Hersteller wählt, die freie Treiber haben. Entweder gibt es Hersteller, die arbeiten zum Beispiel mit freien Softwareentwicklern zusammen, wie TerraTech, glaube ich, und andere. Und manche stellen sogar selber freie Treiber zur Verfügung. Ich gehe jetzt einmal auf die Mehrspursachen ein, weil die sind halt für wirklich Studioaufnahmen interessanter. Gängig ist es immer noch, deswegen steht da noch, dass externe Soundkarten Mehrspur über Firewire an den Rechner angeschlossen werden. Dafür gibt es ein super lernendes freies Softwareprojekt, das heißt FFADO. Und das ist ein generischer Firewire-Treiber für Soundkarten. Und auf deren Website hat man auch eine wunderschöne Liste, welche Karten von welchem Hersteller, wie, in welchem Status ist gerade der Treiber, was wird unterstützt, was gibt es für Non-Issues. Super Referenzseite. Und das Geniale ist, was man zum Beispiel auch nicht gewohnt ist, wenn man mit anderen proprietären, also normalen Studio-Equipment arbeitet, ist, jeder Hersteller hat seinen eigenen Treiber, hat sein eigenes Graphical User Interface. Und das heißt, die Soundkarte von dem Hersteller und dem Hersteller greifen sich komplett unterschiedlich an. Mit FFADO ist es so, ich habe einheitliche GUI für alle Soundkarten, die über Firewire rennen. Total praktisch, weil du kannst dann mehrere Soundkarten verwenden, dann hast du noch mehr Spuren und sie greifen sich einheitlich an. Ein weiterer Vorteil davon, dass nicht jeder Hersteller im freien Softwarebereich meint, er muss jetzt schauen, wo er dem anderen das eindrücken kann, das nicht funktioniert. Wir sind bei den Programmen. Jack. Jack ist kurz für Jack Audio Connection Kit. Und wer von euch kennt ASIO als Audio Interface unter Windows zum Beispiel? Dann erkläre ich es mal grob. Es ist so, dass natürlich kann ein Rechner Audio abspielen und aufnehmen. Und buh, wie kompliziert. Wenn ich aber
wirklich Mehrspur und so weiter aufnehme und dann vielleicht auch Monitoring, ich schleife ein Signal durch, mache einen Echtzeiteffekt drauf und will es dann auch noch hören, dann brauche ich ein Low Latency Audio Routing Ding, dass meine Signalwege im Rechner schneller, geschickter und besser handhabt. Jack kann auch noch Programme untereinander verbinden. Das heißt, ich mache ein Programm auf, das macht nur Effekt-Plugins oder irgendwas. Ich mache mein Mischprogramm auf und kann die ineinander verkabeln. Im proprietären Bereich ist da ziemlicher Standard Rewire von Propellerheads. Gibt es aber leider, ist so geschlossen, dass man nicht einmal die Spezifikation anschauen darf. Ich wollte es in meiner Diplomarbeit begutachten. Kriegt aber, steht aber groß drin, wenn du kein Produkt damit machst, wirst du nicht einmal rausfinden, wie es tut. Deswegen gibt es nur ein paar Firmen und so weiter und so fort. Das ist wunderschön. Jack hingegen macht das und es gibt etliche Programme, wo man einfach das Routing über Jack geht. Adur ist die Digital Audio Workstation, das ist quasi das Herzstück. Q-Check Control ist ein Steuerinterface für Jack, damit man aber nicht auf der Kommandozeile rumbuseln muss. Jamin ist ein ziemlich mächtiges Mastering-Tool und Latzbar/LV2 ist die Plugin-Engine, die unter Linux üblich ist. Unter Windows kennt man zum Beispiel DirectX, unter Mac ist Audio Units. Audacity ist da nicht auf der Liste, weil Audacity ist nett und plattformunabhängig, aber es ist im Studio ist, nein, eher nicht, Punkt, nein. Auch nicht. Jack. Jack kümmert sich um das ganze Routing von den Kanälen. Das heißt, ich habe jetzt eine Mehrspur-Soundkarte oder mehrere Soundkarten und kann die halt dann herumrouten, welcher Eingang soll wohin gehen, zwischen den Programmen. Es ist herstellerunabhängig. Das heißt, es ist eine freie, offene Implementierung von diesem Routing. Das heißt, jeder, der mag, kann seinem Programm beibringen, hey, du kannst jetzt auch mit den anderen Kindern Audio spielen gehen. Und es ist gut supported, es ist wirklich in der Linux-Audio-Community ist es das State-of-the-Art-Ding, hat dadurch eine große Userbase und tut echt gut. Ist nicht ganz trivial einzurichten, aber dafür gibt es Q-Check Control und es rennt unter Linux und macOS. Da ist kurz ein Screenshot von Q-Check Control, der Loss Your Videorecorder. Damit kann man eben den Jack Daemon, der sich um das Routing kümmert, einrichten bezüglich Samplerate, wie viele Kanäle, welche Soundkarte, welche Latenz, all das. Und dann sagt man Start und dann habe ich meine Audio Engine rennen. Oh, das ist meine. Der Vortrag war nämlich im Original, habe ich in Englisch gemacht und jetzt habe ich ihn dann übersetzt. Das Herzstück des Ganzen. Adur, ist ein bisschen Blödsinn, wenn man es ausspricht, muss man es immer buchstabieren, wenn es die Leute nachher googeln wollen. Das ist die Digital Audio Workstation. Das ist das, wo ich meine ganzen Multitrack-Sachen habe und wo ich aufnehme, wo ich es mische, wo ich exportiere, wo ich schneide. Das ist quasi das, wo alles dann zusammenkommt. Ich habe mehr Spuren, ich kann in Effekt-Plugins reinladen. Das Ding rennt unter Linux und Mac derzeit. Ich habe in Paul Davis auf der Tonmeistertagung in Leipzig, haben wir eine Session gemacht über Linux und Audio. Und Paul Davis ist der, der sowohl die Latzbar-Engines mit definiert hat. Er hat Adur geschrieben und schreibt immer noch dran und Jack quasi erfunden und ist ebenfalls noch der Hauptmaintainer. Und er hat gesagt, das wird es niemals für Windows geben, weil es macht überhaupt keinen Sinn, es dafür zu entwickeln. Zum Mac hupft er leichter, rein codemäßig. Deswegen gibt es für Linux und Macs. Linux und Mac. Das schaut ungefähr so aus. Man sieht die vielen Spuren, es schaut unwackbar kompliziert aus. Es ist aber wirklich brauchbar, das Interface. Die SAE, die School of Audio Engineering, hat... sind wir schon mal 10 Minuten? Okay. Die School of Audio Engineering hat sich gedacht, wir starten alle unsere Schüler und Schülerinnen mit einem MacBook Pro aus und Lizenzen für proprietäre Mischprogramme, weil wie sollten wir es denn sonst tun? Das könnte man doch nehmen und haben ein Jahr lang mit Paul Davis einfach angestellt. Dann wurden noch die letzten Ecken und Kanten rauspoliert und seitdem ist das Ding wirklich Studio-Grade tauglich. Und ich habe auch wirklich viel schon damit gearbeitet. Es haut super hin. Da ist noch eine Ansicht vom Mischer. Das habe ich jetzt nur gemacht zum Angeben, damit man sieht, es ist voll cool. Mischen. Wichtig beim Mischen ist, ich habe gesagt, es wird kein Technik an, also 101. Latzbar und LV2. Die Plugins sind in den Standard Repositories und LV2 ist noch nicht ganz so gut kartografiert, das ist der Nachfolger von Latzbar und das ist einfach eine Audio-Plugin-Engine für Realtime-Effekte.
LV2 ist super lernt, das hat allein GUI dann noch für jedes Plugin dazu und alle möglichen anderen Sachen. LUTSPA ist noch ein bisschen so mit Reglern und Zahlen, so ein bisschen technisch. Es gibt die meisten Basis-Plugins schon auf beiden Ebenen. Da ist eine Liste, wie gesagt, die Folien sind dann nachher auf der Website online, samt Source Code natürlich. Und ich habe auch die Folien, die ich online stelle, haben noch mehr Infos drin als die hier, weil wir sind uns niemals ausgegangen. Aber da ist mir so eine Liste. Es gibt nämlich hunderte von Plugins, standardmäßig, out of the box in den Standard Repositories. Und das sind so die man am wichtigsten braucht. LV2 kann noch Grösel machen. Also wenn es euch anfängt damit zu arbeiten und das LV2 geht nicht, duft seinen Entwickler an und sagt, du, da hat's was. Und arbeitet halt inzwischen mit LUTSPA weiter. Mastering. Mastering ist tricky, sehr tricky. Deswegen schaut es so kompliziert aus. Mastering ist eine ganz eigene Kiste für sich. Ich fasse komplett zusammen mal auf ein Tool, das sich in der Praxis als sehr sinnvoll herausgestellt hat, und zwar Jamming. Da habe ich einen Multiband-Kompressor, da oben habe ich einen wunderschönen Equalizer-Multiband, den ich handzeichnen kann oder über Regler. Ich sehe dann diese nette Kurve, da sehe ich mein aktuelles Signal, das durchläuft. Das kann ich in Audio durchschleifen als Effekt-Insert und habe dann quasi in Audio mische ich es mal. Dann spiele ich es, wenn ich fertig bin mit der Mischung, durch Jamming durch, komprimiere die Ecken und Kanten raus, kann mir noch Synths speichern, habe dann da noch meinen Endlimiter, spiele das Ganze wieder zurück und das schaut dann so aus. Mache jetzt da oben in Audio und man sieht, da ist noch Luft oben. Das ist quasi meine Pre-Master-Version. Und die wird dann durch Jamming durchgeschliffen und zum Schluss schaut sie, ja okay, das, ich habe das ziemlich auf Brickwall-Limiting, heißt das. Wenn ihr euch mit Audio beschäftigen wollt, googelt mal Loudness War. Sehr interessant. Das da schaut aus wie ein kaputter Block, aber das ist, wenn man das Signal so komprimiert, das ist bei der Popmusik relativ gang und gäbe. Da habe ich dem Signal ein bisschen mehr Luft lassen, wie man sieht. Dazu muss man dann die Stereoanlage lauter drehen. Aber so ungefähr schaut unser Mastering-Projekt aus. Wie gesagt, ich stehe dann nachher noch draußen, falls es Detailfragen gibt, jederzeit, aber grob nimmt Audio, also mischt da drin mit LUTSPA-Plugins ab. Mischt dann alles zusammen, wie man es gewohnt ist von einer anderen DAW, routet das durch Jamming durch, spielt es wieder zurück und hat jetzt hier seinen Master. Juhu, wir können eine CD brennen. Also müssen wir den Master exportieren. Wir wollen es aber nicht brennen, wir sind super cool. Wir schicken das jetzt an ein Presswerk und die sagen, ja, wir machen jetzt ein Glasmaster und dafür brauchen wir ein Dateiformat. Und dann sagt man, das ist blöd. Ich bin wirklich vor dem Problem gestanden. Ich habe gesagt, wir machen das erste Mal, nachdem wir jahrelang immer so Low-Budget, No-Budget-Produktionen gemacht haben, alles selber brennt und liebevoll gezeichnet oder draufgeklebt und ursuper. Dann haben wir gedacht, wir machen das mal mit einer Auflage von 500 Stück. Lass uns pressen und die sagen, ja, gibt uns den Master. Und ich schaue nach, was unterstützen sind für Formate. Nero Images. Die haben wirklich Nero Images angeboten. Aber wie gesagt, ich habe Jahre davor meinen Master schon verloren über Nero Images. Also ich sage, das wird's nicht. Was haben wir also jetzt? In der Praxis bieten die meisten auf jeden Fall DDP an. Das Disk Description Protocol ist der de facto Standard für Anlieferung des Masters für CD-Produktionen und ist aber leider kein offener Standard. Somit kann den Arduino derzeit nicht implementieren, weil es nicht wissen, ob sie ihn implementieren dürfen, sogar wenn sie Spezifikationen hätten, weil nicht klar ist, ob man sie dann nicht verklagen könnte und so weiter und so fort. Blöd. Also, was machen wir? Wir haben jetzt unsere drei Sachen. DDP, schwierig, erstens zum Produzieren und sogar wenn ich es produzieren könnte, ist es immer noch ein Binärformat, das nicht wirklich gut dokumentiert ist. Das heißt, wie lange ich das womit aufmachen kann, ist wieder, wie gesagt, das ist in der Zukunft und so, mit anderer Architektur, andere Versionen, das möge alles anders sein. Und BinQ ist ziemlich cool, damit habe ich meinen Master angeliefert. Das ist einfach nur ein Binary Blob, 1 zu 1, die ganze Serie durch und ein Textfile dahinter, das beschreibt, Track geht von hier bis hier, mit den ganzen CD-Textinformationen und dem ISRC-Code. Ich weiß es nicht genau, das ist der Code, den ein Track hat, den man beim Label anfragt. Das sind die Metadaten, nur ein Textfile. Das heißt, wenn man halt sich halbwegs mit technischem Zeugs auskennt, ist so ein BinQ
ziemlich robust, egal was sich draußen ändert. Audio-CD. Wer von euch kann eine Audio-CD brennen? Nicht alle? Nee. Okay, wer kann keine Audio-CD brennen? Könnt ihr ihm helfen? Das ist voll praktisch, das ist so ziemlich nicht mehr notwendig. Aber man kann auch als Audio-CD seinen Master anliefern, das ist sehr, sehr wichtig, damit man nämlich sein Projekt vorher brennt, zu allen CD-Playern geht, die man irgendwie in die Finger kriegt, und seinen Mastering-Mix und auch die CD überprüft auf allen möglichen Playern. Blöd ist nur, Audio-CD ist zwar digital, aber es ist nicht 100% sicher, ob. Die müssen es auslesen und dann auf Glass-Mastering, aber BinQ und Audio-CD, das haut voll hin. Und noch kurz zum Abschluss, das ist ein Cue-Sheet. Man sieht, das ist wirklich nur ein Textfile, das ist ziemlich menschlich lesbar. Man kann das dann auch noch polieren und sonstiges, da steht drin, das ist jetzt mein Audio-File, da ist mein ISRC-Code für den Label-Code, dann der Titel, der Artist und so weiter. Da kommt übrigens ein Artist vor, namens X-Bloom, und da gibt es ein Proof-of-Concept-Album. Also eigentlich ist es ein leierndes Album, aber es ist nebenbei auch noch ein Proof-of-Concept, wo ich habe da das Schlagzeug gemacht und halt auch die Produktion. Und das ist jetzt leihende Werbe, keine eigene Bla. Leihenderweise nicht nur Eigenwerbung, sondern es sind auf der Homepage, darunter sind auch die Links, sind How-Tos, Tutorials, teilweise auch GIMP-Plugins für Grafikzeugs, mit denen man nette Sachen machen kann. Und wir haben das deswegen so produziert, weil wenn man einfach im Studio die ganze Zeit hört, das geht nicht, das wird nicht gut klingen, das ist unmöglich, mit freier Software, das ist gratis, das kann das alles nicht. Also war es an der Zeit, dass man es einfach macht. Und falls ihr euch anhören wollt, ist natürlich jetzt nur eine CD, eine Musikrichtung, das ist ein elektronisch, aber es sind auch schöne Analogsachen drin, wie Trompete, Geige und sonstiges. Man kann sich rein, die Tracks stehen unter CC-Lizenz. Und sind online verfügbar. How-tos sind auch online, könnten mehr sein, ist aber zeitaufwendig. Und nicht nur das Audio, sondern auch Grafiken, Layouting, Prepress und so weiter. Bei der CD bis hin zu den Font-Lizenzen ist alles komplett frei. Nicht gratis, sondern wirklich frei. Um zu beweisen, dass es machbar ist und ich bin sicherlich nicht der grandioseste Tontechniker, weil ich halt auch Tontechnik mache, aber halt auch andere Sachen. Deswegen das, was hier, was man da hört oder Ding, das geht noch besser. Weil wenn es wir quasi so gut hinbringen, mit einer Low-Budget-Produktion, dann kann es nur besser werden. Und das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, damit hätten wir es. Da ist so viel Kleingedrucktes noch. Und zwar, wenn ihr da jetzt heimgeht und dann sagt, Leon, ich gehe jetzt hier, mach Upgrade, install diese ganze Liste und google mal das alles zusammen und hab deine Studio, dann funktioniert alles genauso gut. Ja, aber manche Sachen funktionieren anders. Dann ist es so, man geht wohin und sagt, hey, wie machst du das? Ich sage, habe ich noch nie gehört, verwende nur Fotos oder Sequoia. Je mehr man es verwendet, je mehr man sich damit beschäftigt und so weiter. Das ist so eine Henne-Ei-Sache mit freier Software. Und die Linux Audio Konferenz findet in Graz statt, falls jemand hinschauen mag. Dann hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, das war nicht zu gar und zu viel in der Früh. Fertig.